jetzt, es gibt, glaube ich, wenn man schon von Rücktritten redet, kein Mitglied in dem Kabinett Angela Merkels jetzt, der häufiger mit Rücktrittsforderungen konfrontiert worden ist, wie der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Seine Umfragewerte, also in denen ist er nicht sehr beliebt, aber bei den Kabarettisten dafür umso mehr. Andreas Scheuer oder wie man ihn inzwischen im Verkehrsministerium nennt, die größte intellektuelle Vollsperrung Deutschlands. Jetzt mal ehrlich, warum tritt er nicht zurück? Ich habe sehr viel Freude an dem Amt, weil ich auch sehr viel Pläne für Deutschland habe. Ah! Das hat unser Land nicht verdient, meine Damen und Herren. Den Kopf in das Bratfett, schon bin ich gestylt. Als Verkehrsminister bring ich Kummer und Leid. Und über den Diesel weiß ich nicht Bescheid. Denn ich bin der Scheuer, ich kann echt nix. Willst du einen Snickers, bring ich dir einen Twix. Das ist der Scheuer-Style. Ich find mich trotzdem geil. Er hat viel zu erleiden. Von den Kabarettisten nimmt es meist mit Humor. Herzlich willkommen, der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Schön, dass Sie da sind. Herr Scheuer, also man hört das Kichern hier auch im Raum. Wie geht es Ihnen dabei? Sie sind ja nach außen immer extrem gelassen und auch fröhlich. Nehmen Sie das mit einem Lächeln oder tut es dann auch manchmal weh? Also Frau Maischberger, herzlichen guten Abend und vor allem Ihnen vorneweg alles Gute zum Geburtstag, wenn ich super. Das so sagen darf. Jetzt weiß ich auch, warum diese Sendung vielleicht ein bisschen anders organisiert wird, dass so Einspieler jetzt auf kabarettistische Weise gemacht werden. Mhm. Ich weiß nicht, liegt vielleicht an dem freudigen Ereignis Ihres Geburtstags, aber zum Ernst, es tut schon weh oder geht tief, aber das ist keine Kategorie in der Politik, das muss man aushalten. Aber eins, wenn ich das mir erlauben darf, zur vorgehenden Runde, weil ich die Herren Jörges und Steingart sehr schätze, wenn so wichtige Medienvertreter so hoch angesehene Journalisten von Staatsversagen, von Täterin reden, okay, von Rücktritt können sie reden oder von Inkompetenz, das ist im politischen Diskurs, muss man das aushalten. Aber da möchte ich schon appellieren, mal ein bisschen über die Worte nachzudenken. Ich kenne Redner im Deutschen Bundestag, die einer Fraktion angehören, die ähnliche Begriffe in jeder Rede verwenden. Und das ist auch meine Bitte für den Wahlkampf vielleicht, einmal wieder auf die Sachebene zurückzukommen. Und deswegen freut es mich, dass Frau Rados, die, glaube ich, die größte Erfahrung hat, da mit guten Argumenten. Mit Afghanistan, das Problem des hier benannten Staatsversagens. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber das hat mir jetzt gerade echt Sie müssen das bewegt. Sogar sagen, weil das Interessante ist ja, also was gerade gesagt wurde, es gibt ja dieses Gefühl. Ich will nicht übel nehmen, aber das war meine Wahrnehmung jetzt. Es gibt das Gefühl in Deutschland, es funktioniert hier nicht mehr alles so, wie wir es eigentlich von diesem Deutschland erwarten wollen. Und das Interessante ist ja, also warum stehen Sie so in der Kritik? Weil in Ihrem Bereich, also Infrastrukturen, Autobahnen, Brücken, Digitales, all das, da sind die Menschen einfach auch vielfach enttäuscht, weil eben es nicht mehr so funktioniert, wie man sich das erwartet. Deswegen, Sie haben ja auch gerade neulich gesagt, wir wollen ja heute über politische Verantwortung reden. Sie haben gesagt, der Job macht Ihnen eigentlich großen Spaß und Sie würden ihn auch wieder machen. Warum glauben Sie, dass Sie ihn wieder machen sollten, wenn das jemals zur Debatte stünde? Ja, Sie sprechen es ja eigentlich schon an, wie die Legislaturperiode verlaufen ist. Ich glaube, der Start war sehr, sehr gut. Und dann kam der sehr große Rückschlag mit dem EuGH-Urteil zur Pkw-Maut. Das hat sehr viel überlagert. Aber mir geht es um den Plan für die Zukunft, den Umbau unserer Wirtschaft mit der Mobilität der Zukunft, wo wir Chancen der jungen Generation vererben wollen. Und vielleicht nochmal zurückgesprungen, wie wir angefangen haben, also nicht ich, sondern Jahre zuvor Angela Merkel. Wir haben mit 5 Millionen Arbeitslosen begonnen. Es gibt eine junge Generation, die wirtschaftliche Rückschläge oder Massenarbeitslosigkeit nicht kennt, sondern nur Wohlstand. Es ist nur aufwärts gegangen, obwohl wir eine Banken- und Finanzkrise hatten, obwohl wir jetzt Corona hatten und viele, viele andere, auch internationale Rückschläge. Und die Afghanistan-Krise ist eine schwere Krise. Aber innenpolitisch beschäftigen wir uns mit Themen. Ich darf nur eine Zahl sagen. In den letzten 10 Jahren
haben wir die Investitionen in die Infrastruktur verdoppelt. Mhm. Von 9,7 Milliarden auf 19,6 Milliarden. Ich bin jeden Tag unterwegs. Und warum gibt es dann immer noch weniger Schienen? Das muss ich dir einfach fragen. Ja. In der Zeit von Angela Merkel ist der Ausbau der Schiene, der so wichtig angesehen wird, auch jetzt unter Klimaaspekten, ist kontinuierlich zurückgegangen und in Ihren jetzt 3,5 Jahren, seitdem Sie das machen, ebenfalls. Zwar nicht mehr so stark, aber ist zurückgegangen. Warum, wenn man so viel investiert, kommt das dann nicht in der Schiene an? Und genau das Gegenteil ist der Fall. 2022 werden wir die Investitionen zum ersten Mal in der Geschichte der Bundes... Das ist die Zukunft. Ja, stopp, ich rede ja jetzt davon. Sie haben gesagt, dass die Angela Merkel, das geht alles nach oben, so viel Investitionen wie in Infrastruktur, für die Schiene stimmt es einfach mal nicht. Da ist sie abgebaut worden. 2022 werden wir zum ersten Mal in der Geschichte, aber den Haushalt habe ich zu verantworten, zum ersten Mal in der Geschichte die Schieneninvestitionen höher haben als wie die Straßeninvestitionen. Das ist mein erster Punkt. 22. Der zweite Punkt, wir haben jetzt hunderte von Bahnhöfen umgebaut als Mobilitätsdrehscheiben. Ich habe gestern in Bad Urach erst wieder eine Bahnhofstation besucht, die umgebaut wird in moderne Mobilität, wo wir verkehrsträgerübergreifend denken, wo das Elektrofahrzeug seine Ladestation hat, wo das Bike seine sichere Unterstellmöglichkeit hat und. Deutschland ist halt verschieden. Deutschland ist nicht nur Berlin, Deutschland ist natürlich auch ländlicher Raum. Das wissen wir, deswegen fragen wir nach dem ländlichen Raum, der ist ja gerade mit der Schiene so wahnsinnig wichtig. An der Stelle, deswegen. Ja, so schlecht kann die Schiene nicht sein, weil wir im Januar 2019 vor der Corona-Krise Fahrgastrekorde hatten. Ja. Fahrgastrekorde. Ja. Und ja, wir müssen bei der Schiene ausbauen und da sage ich auch, jetzt sage ich nur ein Beispiel. Wenn man am Rednerpult des Deutschen Bundestags immer für die Schiene ist, aber wenn es dann konkret wird, wird es schwierig. Köln, Berlin, wollen wir eine Hochleistungsstrecke, um mehr Passagiere vom Flugzeug als Fahrgäste auf den Zug zu bringen. Schön wäre es, 4 Stunden 40. Ja, wer ist gegen den Ausbau Bielefeld-Hannover? Lassen Sie mich die raten, Grünen. Der politische Gegner. Die Grünen, okay. Ja, aber das muss man ja sagen. Ist in Ordnung, wer ist, gemacht. Wer ist gegen die feste Fehmarn-Belt-Querung, Skandinaviens Anbindung an das Festland? Die Grünen. Sie könnten trotzdem natürlich in solchen großen Infrastrukturprojekten mehr machen. Wir haken diesen Punkt mal ab. Sie haben Ihre Position. Wir brauchen aber grundsätzlich auch zu lang zum Umsetzen. So, das ist auch klar. Jetzt gehen wir mal, nächster Punkt. Da geht es um Funklöcher. Wir wollen gerne einen Ort einfach uns genauer anschauen. Das ist Eichenbach in der Eifel. Das ist einer von den Orten, wo es einfach überhaupt gar keinen Empfang gibt. 1 Kilometer entfernt muss man mit dem Auto auf einen Berg fahren, dann hat man mit dem Handy Empfang. Das ist ärgerlich in normalen Zeiten. In diesem Juli war es lebensgefährlich, weil dann kam die Flut, hat die Telefonleitungen mitgerissen. In dieser Katastrophe zeigt sich nochmal, wie wichtig es ist, Funknetz zu haben, dass man anrufen kann. Ne? Wir sind eingesperrt, ne? Wir sitzen in unserem Haus, wir kommen nicht raus. Ne? Oder hier ist jemand, der kriegt gerade einen Herzinfarkt vor lauter Schreck. Ne? Da muss irgendwie jemand kommen, da muss geholfen werden. Es geht nicht. Können Sie, Frau Kettel, erklären, warum wir im Jahre 2021, wo im Koalitionsvertrag steht, das Ziel ist die flächendeckende digitale Infrastruktur von Weltklasse, in diesem Ort kein Empfang ist. Absolutes Verständnis für Frau Kettel und wir haben ganz konkret reagiert, indem dass wir zum ersten Mal mit den Telekommunikationsanbietern in 2019 eine Vereinbarung geschlossen haben, dass sie wirklich harte Ausbauverpflichtungen haben und wenn sie die nicht erfüllen, dann zahlen sie. 2019? Ja, nein, den Vertrag für die Zukunft. Ja. Also das heißt, die müssen jetzt erfüllen und wir haben den Aufwuchs plus 7% bei 4G in 2020. Wir liegen bei 5G vorm Ausbauplan. Und jetzt für die Frau Kettel ist wichtig, dass wir jetzt, neben dem, dass wir eine Mobilfunkstrategie entwickelt haben, eine Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft haben, zur Schließung von 5000 weißen Flecken in Deutschland. Und sie arbeitet, hat schon die Deutschlandkarte erstellt, wo die weißen Flecken sind. Das hätten Sie billiger haben können bei der Bundesnetzagentur. Die hat schon diese Karte. Und Sie haben jetzt eine neue Agentur gebaut für 1,15 Milliarden, hat die Budget, zwei Geschäftsführer arbeiten schon. Ein Budget zum Fördern. Zwei Geschäftsführer arbeiten da jetzt, die ist letztes Jahr gegründet worden. Also da kommen wir nicht weiter. Also die Bundesnetzagentur hat diese Karte, die können Sie im Internet sehen. Dazu brauchen Sie doch keine Erkenntnisse. Die Bundesnetzagentur hat aber kein Förderprogramm. Aber Sie wissen doch, wo die Löcher sind. Warum stoppt man die nicht? Also, die Bundesnetzagentur ist zuständig, dass die Versorgungsauflagen erfüllt werden. Sie haben gerade dass gesagt, man muss die Löcher finden, die kennen wir. Dass wir die Mobilfunkloch-App entwickelt haben, das war die Bundesnetzagentur. Die Karte ist erstellt und die logische Folge ist, diese weißen Flecken jetzt mit einer Förderung zu schließen, genauso wie man es beim Glasfaser ausmacht. Es sind ja gar nicht so viele. Ich hätte einfach Masten hingebaut, wenn ich die Bundesregierung wäre, aber bin ich ja nicht. Frau Maischberger, ja. Genau das ist unser Problem.
Kein Masten in der Bundesrepublik Deutschland wird von einem Bundesminister gebaut, sondern genehmigt von der Kommune vor Ort. Aber jetzt verstehen Sie, warum die Kollegen da sagen, dass wir nicht mehr so gut sind, wie wir eigentlich sein könnten. Kompromiss machen und sagen, wir haben eine Durchschnittsdauer der Genehmigung für Mobilfunkmasten vor Ort von 18 Monaten. Von 18 Monaten. Der Durchschnitt der europäischen Nachbarstaaten ist 4 Monate. Und das haben wir genau in der Mobilfunkstrategie manifestiert. Mhm. Wir wollen schneller werden. Aber dazu ist notwendig, die Bauordnungen in den Bundesländern und vor Ort in den Kommunen die Genehmigungen zu beschleunigen. Wir können als Bund nur fördern und Ausbauverpflichtungen klarlegen. Ich sage nochmal, bei 4G plus 7% in 2020, wir gehen auf die 98% der Haushalte hin. Wir würden schon 3G reichen, der Frau Kettel. Natürlich, der Frau Kettel, die Frau Kettel kriegt ja dann auch aus dem anderen Topf, nämlich der Förderung der weißen Flecken. Ja. Diesen Mobilfunkmasten, aber da hoffe ich, dass auch nicht die Bürgerinitiative vor Ort den blockiert. Und nochmal gesagt, bei 5G sind wir vorm Ausbauplan und die gigabitfähigen Anschlüsse im Glasfaser haben wir in 3 Jahren verdoppelt. So, die Frage ist, vielleicht sind die Prioritäten ja auch manchmal in dem Ministerium falsch gesetzt. Und da kommen wir zum Thema Maut. Also das ist ein Projekt, das die CSU erfunden hat. Herr Seehofer hat gesagt, wir brauchen eine Maut, die vor allem die Ausländer zahlen. Die Deutschen sollen das nicht zahlen. So wurde sie dann auch genannt. Die Ausländermaut, es hat sehr lange gedauert. Sie haben sie dann umgesetzt. Politische Verantwortung ist wirklich eine Frage, die ich Ihnen gerne stellen würde. Wenn es so ist, dass ein Minister mit seinen Entscheidungen am Ende 500 Millionen Euro möglicherweise Schaden erzeugt, den die Steuerzahler zahlen müssen, wird er dann seiner politischen Verantwortung gerecht oder müsste er dann nicht zurücktreten, wie ja viele es fordern? Also jetzt haben wir fast schon keine Person mehr, die nicht zurücktreten soll. Nö, ich bin jetzt nur bei Ihnen, ausnahmsweise. Erstens, in der letzten Periode wurde ein Gesetz beschlossen. Nicht vom Bundesverkehrsminister, sondern von allen. Vom Deutschen Bundestag, vom Bundesrat, im Übrigen auch mit den Zustimmungen der Grünen und falsch, der Linken. Falsch, die Grünen haben nicht zugestimmt, sie haben sich enthalten oder sie waren dagegen. Muss ich einfach sagen. Nee. Doch, haben wir heute nachgeschaut, können wir gerne in den Faktencheck. Thüringen hat beispielsweise zugestimmt. Ja, aber es hat sich enthalten, Baden-Württemberg ist nicht dabei, Berlin war nicht dabei, Das zählt aber nicht als Stimme im Bundesrat. Thüringen hat sich enthalten. Also, nochmal. Bundestag, Bundesrat haben zugestimmt, 2 Bundespräsidenten haben unterschrieben. Ja. Das Gesetz war von der EU-Kommission soweit mit grünem Licht versehen. Der Generalanwalt beim EuGH hat uns in allen Punkten recht gegeben. Ja, und dann ist sie vom EuGH gescheitert. Ja. Nur diese Maut war nicht die CSU-Maut, sondern der Kompromiss von CDU, CSU und SPD. Eine Maut, die diese Koalition in der letzten Periode so beschlossen hat. Wir gehen auf Ihre Verantwortung. Ihre Verantwortung ist genau der Moment, genau, wo sozusagen die Umsetzung ist. Und da haben Sie eine Entscheidung getroffen. Und zwar, als die Maut beschlossen war, als der Bundesrat, der Bundestag und der Präsident es unterschrieben hat und auch noch die EU-Kommission dabei war, gab es übrigens schon von Anfang an die Warnung, es könnte möglicherweise scheitern vor dem Europäischen Gerichtshof. Es hat Österreich geklagt. Und Sie haben noch, bevor diese Klage entschieden wurde, Sie als Bundesminister für Verkehr, haben gesagt, okay, aber ich mache schon mal Verträge mit den Anbietern. Und in diesen Verträgen steht auch noch, die kriegen ihr Geld auch noch dann, wenn das Gesetz vor Gericht scheitern sollte. Nein, und das steht in dem Gesetz drin. Und dann haben die Anbieter Ihnen noch vorgeschlagen, so jedenfalls haben Sie es im Ausschuss gesagt, warte doch mit der Unterschrift, dann sind wir sicher. Und Sie haben gesagt, nein, wir warten nicht, das wird jetzt beschlossen. Das ist die Verantwortung, die Sie haben. Frau Maischberger, es stimmt einfach nicht. Aber lassen Sie mich aufarbeiten, nochmal in Ruhe. Wir haben dann nach am breitesten Prozess, wo unglaublich viele Menschen mit eingebunden waren, schon ein laufendes, so habe ich übernommen, ein laufendes Vergabeverfahren gehabt. Ein Minister muss Gesetz umsetzen, das ein Parlament und andere beschlossen haben. Das ist kommt die auf Aufgabe. Die Art an, wie? So, im Haushalt der nächsten Jahre waren die Einnahmen der Maut schon längst verplant. Tja. So, und jetzt kommen wir zu den rund 500 Millionen, die immer im Raum stehen. Mhm. Das ist die Zahl der Betreiberunternehmen. Sie fordern das ist einseitige Forderung. Ja. Die unterstützt von FDP und Grün vor allem zum Schaden des Bundes immer wieder formuliert sind. Es ist kein Euro Steuergeld gezahlt. Nein, weil das Schiedsgericht darüber. Ja, das letzte Mal ist das Verfahren dann nach 14 Jahren beendet worden, hat der Bund mit einem Einspieler 250 Millionen Euro zahlen müssen. Das habe ich beendet. Es ist ein gutes Beispiel. Vielen Dank dafür. Ich habe 14 Jahre Streit über die Lkw-Maut beendet und habe dem Bund über 1 Milliarde Euro eingespielt. Ja. Ja? Und Sie haben recht. Warum habe ich 250 Millionen haben wir gezahlt.
Warum habt Ja gut, aber 14 Jahre, ich bin seit 14.08.2018 Bundesminister. Ich habe die Aufgabe angenommen und habe gesagt, ich beende das, weil das muss wirklich, es kann nicht juristisch beendet werden, wenn auf jeder Seite, Sie haben vollkommen recht, auf der Gegenseite und auf unserer Seite 250 Millionen je für Gutachter und Anwälte gezahlt werden. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, nach 14 Jahren beenden wir diesen Streit. Wir haben aber ein anderes Schiedsverfahren bei der Pkw-Maut, nämlich ein anderes. Aus den Erfahrungen der Lkw-Maut haben wir ein anderes Verfahren. Das wird schneller gehen und am Ende zahlen wir gar nichts? Ist das ein Versprechen? Wir haben gesagt, wir weisen diese Forderungen zurück. Und am Ende zahlt der Steuerzahler gar nichts? Das ist die Position des Bundes, zu sagen, wir haben als ordnungsgemäß gekündigt und wir weisen alle Forderungen der Gegenseite zurück. Würde ich auch erstmal tun. Hätten Sie den Vertrag privat unterschrieben? Ein Vertrag, in dem sozusagen die Gegenseite sagt, aber ich kriege das Geld auch dann, wenn das Gesetz nicht kommt. Und das stimmt eben nicht, weil wir Vorsorge getroffen haben, nämlich aus ordnungspolitischen Gründen, das ist das Verfahren EuGH, zu kündigen. So, neben Schlechtleistung und vieles andere. So. Mhm. Das heißt, wir haben aus mehreren Gründen gekündigt. Ja, und aber wenn es die Klausel nicht gäbe, müssten die ja nicht klagen. Und von daher kann ich Ihnen sagen, ich hätte auch diesen Vertrag privat unterschrieben. Ich würde Ihnen was sagen. Sie haben einen Untersuchungsausschuss quasi hinter sich gebracht. Der konnte nicht zu einem Ergebnis kommen, dass Sie... Nee, der hatte ein Ergebnis, ja, dass meine Entscheidungen vertretbar waren. Nein, er hat gesagt, man kann Ihnen einfach nicht nachweisen, dass Sie nicht vertretbar waren, weil da keine E-Mails waren, weil da Daten gelöscht waren, weil Sie Gespräche geführt haben mit den Betreibern, die Sie gar nicht aufgezeigt haben. Ich will nur ganz kurz... Frau Maischberger, wir haben eine Million Blätter, eine Million Dokumente, dem Untersuchungsausschuss übermitteln. Halt die Handydaten, die E-Mails. Ich will Ihnen ja helfen. Ich will ja sagen, ich werde ja das nicht schaffen, was der Untersuchungsausschuss nicht geschafft hat. Aber die politische Verantwortung, die ist mir schon noch wichtig. Weil es am Ende schon noch so sein kann, dass der Steuerzahler dafür gerade steht, dass man einen Vertrag macht. Ich wollte nur wissen, wie Sie damit selber umgehen, wenn am Ende der Steuerzahler, die Beraterkosten muss er eh schon zahlen, das Verfahren muss er zahlen. Wenn am Ende tatsächlich da steht, 500 Millionen Euro durch Ihr Handeln, wäre das ein Punkt, wo Sie sagen, politische Verantwortung heißt, ich habe dann Fehler gemacht, dafür stehe ich gerade. Frau Maischberger, die 560 Millionen sind eine einseitige Zahl der Betreiberunternehmen. Die würden ja einen Fehler machen, nicht eine Mondzahl zu formulieren. Sie haben gerechnet, 12 Jahre der Ausfall. Einer dieser Unternehmer ist mit einer weit geringeren Zahl jetzt schon in Interviews aufgetreten. Aber das ist nicht mein Thema. Das ist ein Schiedsverfahren. Mhm. Wir haben ordnungsgemäß gekündigt. Also keine Verantwortung bei Ihnen. Kein Fehler. Sie haben alles richtig gemacht. Nein, Frau Maischberger. Wenn man mit einem Projekt scheitert, dann ich bin der Typ, ich bin verliebt ins Gelingen, ich möchte was schaffen für unser Land. Also. Und wenn man so einen Rückschlag hat, dass man so eine Niederlage einfährt, dann tut es natürlich brutal weh. Aber wenn der Untersuchungsausschuss zum Ergebnis kommt, meine Entscheidungen waren nach Vergaberecht, Europarecht und Haushaltsrecht vertretbar. Nicht zu beanstanden. Vertretbar ist der Begriff. Vertretbar ist der Begriff. Der steht so drinnen, den können Sie nachlesen. Und dann sage ich, wissen Sie, wenn wir so diskutieren, die so 20 Minuten und 11 Minuten wieder für die Maut sind und mir sagen, ich habe keine Zeit für Digitalisierung. Nein, ich kann Ihnen sagen, warum. 95% meiner Arbeit ist Digitalisierung, ja. Mobilität der Zukunft, aber ich kann Klimaziele sagen, und. Ich kann Ihnen sagen, warum. Weil natürlich Politik etwas mit Vertrauen zu tun hat und Vertrauen hat etwas damit zu tun, dass man wirklich das Gefühl hat, wenn ich dir quasi meinen Haushalt und mein Geld, mein Steuergeld anvertraue, möchte ich, dass es gut ausgegeben wird und für die richtigen Projekte. Deswegen diskutieren wir darüber. Um dieses Vertrauen kämpfe ich, weil ich jeden Tag Verantwortung übernehme für den größten Investitionshaushalt des Bundes und ich jeden Cent dreimal umdrehe, ob das gut investiertes Geld ist. Vielen Förderungen, mit vielen Investitionen. Ich würde gerne einen letzten Punkt noch machen, einen Kritiker zu Wort kommen lassen, weil einfach tatsächlich die Kritik ja auch nicht ausbleibt aus dem politischen Raum. Aber eben, ich nehme einen allerletzten, das ist ein junger Mann, das ist ein YouTuber, blaue Haare, der hat schon einmal angefangen mit der Zerstörung der CDU. Jetzt fangen schon mit Kabarett an, jetzt hören Sie mit Kabarett auf. Nein, es ist kein Kabarett, der hat einen neuen Clip und da gibt es einen Ausschnitt, der Sie betrifft. Es geht ganz schnell und es ist nicht schmerzhaft. Ja. Einmal ganz kurz Rezo, bitte. Bei der Maut-Andi-Scheuer-Geschichte gilt also wieder, entweder hardcore inkompetent und einfach fahrlässig Steuergelder gewastet oder irgendwas lief hier nicht ganz ehrlich ab. Eine andere Möglichkeit gibt es rein logisch nicht. Also ehrlich gesagt, Frau Maischberger, ich nehme die nicht mehr ernst. Ehrlich nicht? Nee, weil, wissen Sie, ich habe auch so viele Leute, die sagen, du machst deinen Job echt gut. Ich war gestern bei einer Ortsumfahrung in Friedrichshafen. Die haben lange, Jahrzehnte für diese Ortsumfahrung gekämpft, haben jetzt einen Tunnel bekommen, großen Lärmschutz. Die sind wirklich froh.
und haben gesagt, das hat lange gedauert, aber es ist gut geworden. Ich war diese Woche bei einem Startup, der pro Jahr 100% plus macht beim beim Rad, der produziert Lastenfahrräder. Räder. Nee, keine Lastenfahrräder, sondern die kommen aus dem Racing, also die machen Downhill und große, schwere Mountainbikes made in Germany, die wachsen jedes Jahr 100%. Und wir haben so viel jetzt für den Radverkehr getan. Wir haben so viel für die Schiene getan. Und da von daher, wissen Sie, der Rezo, der kennt mich einfach nicht. Ja? Und dann soll er es einfach bleiben lassen. Na, er hat einfach die Fakten einfach mal in die Hand. Man könnte ja über die Fakten, gut, also das kann man sich ja anschauen und dann seine Meinung bilden. Weil Sie Lastenfahrräder sagen, darf ich ein paar Satzergänzungen hätte ich noch für Sie. Dass die Grünen jetzt Lastenfahrräder mit einer Prämie von 1.000 Euro unterstützen wollen, finden Sie? Nachdenkenswert. Wir fördern ohnehin schon beispielsweise Handwerksprojekte und Cityprojekte Lastenfahrräder. Das zu erweitern, okay, kann man drüber reden. Einen weiteren Streik der Bahngewerkschaft GDL. Der wird schwierig für den Wirtschaftsstandort Deutschland, wird sehr viele Pendler ziemlich wieder betreffen. Und ich appelliere wirklich ganz, ganz intensiv, dass beide Seiten, Bahn und Gewerkschaft, wieder an den Verhandlungstisch zurückkommen. Dass Deutschland Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen sollte? Wenn es die Ortskräfte sind, wenn es Frauen, Verfolgte sind, Menschen, die aus dieser Krise heraus schwer zu Schaden kommen, dann ja. Ansonsten, wir müssen vor allem diplomatische Lösungen erzielen. Eine Corona-Impfpflicht für bestimmte Gruppen, wie zum Beispiel Lehrer? Sehe ich nicht. An Angela Merkel werde ich vermissen? Ihre Akribie bei vielen, vielen Themen und das Reinfragen in ganz komplexe Zusammenhänge, da muss man liefern als Minister. Dass Markus Söder der bessere Kanzlerkandidat der Union gewesen wäre? Beide Parteivorsitzenden sind sehr, sehr gut und wir haben einen Kanzlerkandidaten, der Armin Laschet heißt. Ist grammatikalisch aber nicht ganz richtig, gell? Ja, aber ich kann ja auch nichts dafür, was Sie vorher formulieren. Ich wollte gerne, naja, ich formuliere es deshalb, weil Markus Söder immer den Eindruck erweckt, als ob er eigentlich der Bessere wäre. Friedrich Merz hat gerade das aufgespießt und hat gesagt, der Herr Söder, der soll jetzt aufhören mit seinen Sticheleien gegen Laschet. Er soll damit auch deshalb aufhören, weil er ihn gezielt schaden will. Will Markus Söder Armin Laschet gezielt schaden, Ihrer Meinung nach? Nein, weil beim Einspieler hat man ja schon gesehen, ganz am Beginn, wir haben alle keinen Bock auf Opposition. Sie haben vorher mich nach Umfragewerte und Beliebtheitswerte gefragt und so. Ich kann mich erinnern, Sie haben Olaf Scholz hier sitzen gehabt. Da ist er gerade aus Sachsen-Anhalt Landtagswahl gekommen und hat 8% nach Hause genommen. Jetzt hat er sich gut entwickelt. Ja, jetzt geht es sehr eng. Also wir werden auch ganz gespannt sein auf die Aber die Frage war, auf die Auseinandersetzungen. Herr Söder gezielt stichelt. Das war eigentlich die Frage. Nein, sagt Herr Merz. Der Hintergrund daran ist, dass wir jetzt unterhaken müssen und Deutschland läuft Gefahr in eine rot-rot-grüne Republik abzugleiten. Und das kann keiner wollen. Vielleicht überfordere ich Sie auch damit, weil das ist vielleicht etwas für die Kommentatoren. Die frage ich jetzt gleich, wenn ich darf. Und darf Ihnen danken, dass Sie heute hier zu Gast waren. Beim nächsten Mal komme ich und wir unterhalten uns über die Zukunft, nämlich die Zukunft der Mobilität. An Ihrem Geburtstag. Vielen Dank, Herr Scheuer, für Müssen. Dankeschön, dass Sie hier waren. Dankeschön.